Hallo, grüß euch. Ich bin angefragt worden, Thomas, was hältst du denn von der BB Biotech? Ja, als Kauf, gelegentlich, also als Kaufaktie sozusagen, derzeit oder ein Kauflimit sozusagen als Abstauberlimit hier irgendwo setzen, und wo ich das setzen würde. Tja, mal ganz kurz nur zu der Branche oder Nische. Das ist zum einen bin ich hier auf gar keinen Fall Experte von Biotech, ja. Aber also rein von der Chart-Analyse her, also natürlich ist es ein fundamental gutes Unternehmen, ja, ursprünglich aus der Schweiz. Das ist in der Regel nie verkehrt. Wir sehen hier mal, also woran ich jetzt hier hauptsächlich die Aktie sozusagen analysieren würde anhand des Charts. Und wenn einer von euch weiß, wie dieses seit 2 Tagen live geschaltete neue Chart-Tool von DEGIRO irgendwie funktioniert, dass man hier das größer kriegt, dann bitte mir in die Kommentare reinschreiben. Ich habe es noch nicht herausgefunden, habe noch nicht die Zeit dazu gehabt, mich hier zurechtzufinden. Also sie haben alles komplett geändert, deswegen verzeiht mir, wenn ich hier mich gerade überhaupt nicht zurechtfinde. Ich habe auch gar nicht die Zeit hier groß. Naja, egal. Also ich würde hier zum Beispiel eine Methode, die ich jetzt hier ganz kurz nur erwähnen und herauspicken möchte. Das Video wird auch nur ganz kurz, nur 3, 4 Minuten. Ist, wie anfällig ist die Aktie auf Korrekturen? Mit anderen Worten, ich suche mir ganz clever die Korrektur heraus, die wir im Dezember 2018 hatten, und schaue mir zum Höchstpunkt, dem davorliegenden Höchstpunkt, den Unterschied an. Das ist nur eine von vielen Faktoren, die ich heraussuchen würde, um mir jetzt im jetzigen Moment, wo die ganzen Indizes und so weiter auf Höchstständen sind, mehr oder weniger, und da ein bisschen rumdudeln und rumpendeln und nicht genau wissen, wohin, ja. So leicht mit Unterton. Ich hoffe, der ist mal zwischen meinen Zeilen herauszulesen. Also die Skepsis, die ich sozusagen hier mal an den Tag legen möchte, nebenbei. Denn die nächste Korrektur, das kann ich auch versprechen, das kann ich sogar ja garantieren. Ja, also die nächste Korrektur kommt bestimmt. Ja, und in der Regel. Ja, würde ich mal sagen, dass mindestens eine Korrektur kommt innerhalb von 2 Jahren. Also natürlich hat keiner eine Glaskugel, ja auch nicht, aber wenn auch nicht der Crash kommt, die nächste Korrektur kommt bestimmt und wahrscheinlich innerhalb der nächsten 12 Monate. Das ist meine persönliche Überzeugung, ja. Und dann schaue ich mir eben eine Aktie an und sage mir, okay, wie anfällig ist denn so eine Aktie auf Korrekturen? Ich habe das gleiche schon mal bei der Visa-Card gemacht. Hierzu verlinke ich euch nochmal das Video zur Visa-Card bzw. Megatrend-Aktien, ja. Ist zwar ein bisschen langweilig, aber da hast du halt häufig das Szenario, dass wenn im Markt eine Korrektur stattfindet von 20% im Durchschnitt, das bedeutet, einige Aktien gehen weitaus tiefer runter als wie 20%. Das bedeutet aber auch, einige wenige Aktien gehen nicht so tief runter wie 20%. Und das sind eben die sozusagen korrekturresistenteren Aktien. Und die kann ich mir auch langfristiger ins Depot setzen, legen, ohne dabei schlaflose Nächte zu haben. Und auch zu Zeitpunkten wie jetzt. Also rein Theorie, alles nur hätte, konditionell wäre können. Wenn ich jetzt unbedingt sagen würde, okay, ich möchte jetzt unbedingt zu diesem Zeitpunkt, was ich persönlich nicht tue, ich habe ziemlich viel ausgecashed, ja. Ich möchte jetzt unbedingt zu diesem Zeitpunkt, jetzt, Stand jetzt, ja, 5. Dezember 2019, unbedingt mir eine Aktie ins Depot legen. Dann würde ich eben nachher gehen und sagen, okay, ich suche eine sehr, sehr solide Aktie, langfristiger und so weiter, die nächste Korrektur möglichst gut übersteht. Gesetzt im Fall, es kommt wieder so eine ähnliche Korrektur wie diese 2018, könnte ich jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wie anfällig war die denn? Ja, da sind wir im Tiefpunkt bei 48 Euro und beim Hoch bei 64 Euro. Na, dann ist es ein relativ hoher Ausschlag. Also es ist ein bisschen mehr wie 20%. Das heißt, die Aktie ist relativ zum Gesamtmarkt etwas anfälliger als der Durchschnitt, was eine Korrektur betrifft. Ja?
Es ist jetzt nur ein Faktor von vielen, die du heranziehen kannst. Du kannst heranziehen, okay, was haben die für ein KGV, was haben die für ein EBIT, was haben die für eine Dividendenrendite, was haben die für eine Gewinnausschüttung, wie sind die Fundamentaldaten bezüglich Eigenkapital, Fremdkapitalratio. Ja, du kannst eine komplette Analyse machen, ja, und mach die gerne und erzähl mir deine Meinung. Und wenn du die Zeit hast, dich da reinzuarbeiten in diese Aktien, dann bitte tu das und schreib mir was in die Kommentare darüber oder schreib mir eine E-Mail oder sonst was, ja. Ich habe die Zeit jetzt gerade nicht und es ist auch nicht meine Nische. So viel dazu. Ich hoffe, ich habe die Frage damit einigermaßen seriös beantworten können, ja, und ehrlich und transparent. In diesem Sinne wünsche ich euch weiter viel Erfolg in all euren Entscheidungen bezüglich Investment und Geld verdienen und dann sehen wir uns ja im nächsten Video, denke ich mal. Ne? Schaut einfach mal wieder rein. Kanal abonnieren, wenn ihr nicht dabei seid schon und Daumen hoch. Bis dann.